Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mittlerweile haben wir Juni und ich möchte euch auf den neuesten Stand meines Hochbeets bringen. Und das werde ich euch jetzt noch zeigen. So, das ist meine kleine Kultur hier auf unserem Hof. Links und rechts seht ihr die zwei neuen Hochbeete von diesem Jahr. Hinten die zwei großen vom letzten Jahr. Vorne in der Mitte das Kräuterbeet und wer es erkennt, ihr seht mittlerweile in den zwei Töpfen die Kartoffeln sprießen wie verrückt. So, da gehen wir mal zu dem linken Hochbeet. Das haben wir ja im Frühjahr gemeinsam bestückt und besät. Ja, hat sich ein bisschen was verändert, ne? Die Zwiebeln hinten, die stehen richtig groß hoch. Den Pflücksalat, der hier vorne links stand, den habe ich schon komplett abgeerntet. Da habe ich mir jetzt nochmal Paprika und Chili reingesetzt. In der Mitte, wo der Spinat war, habe ich mir nochmal Lauch eingepflanzt. Und hier ganz rechts habe ich mir meine rote Beete kultiviert. Also die habe ich vereinzelt. Da habe ich mir hier drüben in dem großen Hochbeet vor der Tomate noch was hingesetzt. Ja. Ich noch dazu sagen muss, ich hatte ja im Frühjahr schon erzählt, dadurch, dass wir das dieses Jahr gemacht haben, wird sich die Erde hier noch setzen. Und wenn man da mal genau hinschaut, da hat sich das schon extrem, extrem gesetzt. Auch da in der Mitte hat sich ein kleines Löchlein gebildet. Das ist nicht schlimm. Das fällt zusammen. Das ist ganz normal. Deswegen einfach im nächsten Frühjahr wieder ein bisschen Dung unten rein, dann mit Erde auffüllen und das passt wieder. Hier in dem großen Beet, seht ihr, da habe ich da in der Mitte, da hatte ich euch ja noch gezeigt, wie ich Möhren und Radieschen ausgesät hatte. Die Radieschen sind mittlerweile abgeerntet, die Möhren stehen noch. Hier links, wo ich den Pflücksalat vorgezogen hatte, habe ich natürlich nach der Abernte mir eine Gurke hingesetzt. Das sind kultivierte Gurken vom Gärtner, die sich selbst befruchten, wo natürlich auch die Fruchtgarantie garantiert ist. Wir können ja mal schauen, wenn man hier so von hinten reinschaut, da hängen sie natürlich und das macht natürlich wunderbar Spaß. Ja, hinten in der Ecke die Tomate, so wie unten im Topf die Tomate. Das zweite Hochbeet habe ich ebenfalls, die Tomate so, dass diese Tomaten alle zusammenstehen. Hiervon mein Rettich, mein Kohlrabi. Der ist natürlich auch schon abgeerntet. Habe ich aber wieder neue Pflanzen nachgesetzt. Das ist für mich nicht schlimm. Hinten der Paprika, wie auch hier seht ihr, hängen die Früchte schon dran. Mein Stangensellerie und jetzt durch die Hitze natürlich mein Pflücksalat, der geht in die Höhe. Ich ernte ab, ich fütter die Häschen damit, die freuen sich auf jeden Fall. Und das zweite kleine neue Hochbeet von diesem Jahr. Ihr seht in der Mitte die Bohnen, links auch nochmal der Salat mit den Zwiebeln außen und der umgesetzte und ausgesäte Rettich. Da habe ich auch schon geerntet, das passt ganz gut. Und hier vorn das Kräuterbeet. Mit den Erdbeeren. Die Erdbeersaison ist durch, ein paar vereinzelte hängen noch. Jetzt fängt sie dann langsam an, Senker zu treiben. Das nehme ich mir dann raus. Und hier vorne in den zwei Töpfen die Kartoffeln. Hier habe ich noch ein bisschen was ausgesät. Mal schauen, ob das noch kommt. Der Mangold im Kasten. Ja. So, ihr Lieben. Mensch, die Sonne steht hier ganz schön. Das soll es gewesen sein für das heutige Update. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir den Daumen hoch und vergesst das Abo nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!